Meine Damen und Herren, willkommen zurück zum fünften Teil zu Big Bang Empire. So, wir kriegen jetzt wieder unsere tägliche Belohnung hier. Die nehmen wir gerne entgegen. Ich arbeite noch, werde das aber abbrechen. Ich weiß aber nicht, ob ich die Bezahlung dann bekomme. Also für die Zeit, die ich schon gearbeitet habe, oder ob das jetzt alles dann futsch geht. Die Arbeit wurde abgebrochen. Und ich kriege nichts dafür. Ihr seid ja nett. So, was haben wir hier? Eine neue Nachricht. Na, ich trete keinem Studio bei. Das mache ich alles selber. So, wo waren wir denn zuletzt stehen geblieben? Ich hab's schon wieder vergessen. Duell. Wollen wir ein Duell machen? Ein kurzes Duell. Nein, ich werde erstmal ein paar Scheine ausgeben. Ich werde mich nochmal ein bisschen betätigen. Ich hatte gestern ja noch... Uiuiui, das hing aber gerade. Ich hatte gestern noch ein paar Kämpfe und zwei, drei Missionen gemacht. Bin übrigens jetzt auch in einer anderen Stadt. Nur vergessen, wie sie heißt. Da gucke ich gleich nochmal nach. So, komm, einen Fight machen wir ja noch. Wen greifen wir an? Wen greifen wir an? Neue Gegner, wollen wir das? Warte mal, Muckis hat er ja nicht so viel. Komm, hier. Oder ihn? Ich weiß immer nicht, ob das Mann oder Frau ist. Oh, wie viel Leben hat die? Da hatte ich gar nicht drauf geachtet. Das sieht man ja nicht, oder? Oder doch? Oh, das könnte klappen. Komm, komm, komm. Ist sie kaputt? Tatsächlich, wir haben gewonnen. Was kriegen wir denn hier? Ach, das ist Schrott. Gut, Missionen. In Santo Rocco sind wir jetzt, genau. Das war's. Und so wie ich das auf der Karte gesehen hatte, die ich jetzt leider nicht nochmal sehen, ich glaube, hier oben kann ich sie mir nochmal anzeigen. Santo Rocco. Und das Symbol soll wohl bedeuten, wenn ich das recht sehe, hier gibt es die weiße Hotelbettwäsche. In Santo Rocco, gut, dann, wo immer sie sein wird, werden wir mal eine Mission durchführen. Hey, ich werde Mission, gibt es hier vielleicht die Wäsche? Kurz durchgucken, hier gibt es die Wäsche! Starten, das werden wir überspringen, ich habe gestern Diamanten bekommen. Ich weiß nicht mehr für was, das war so eine Belohnung. Genau, für einen der Erfolge hier, die ich abgeschlossen habe. Ich hoffe, ich schaffe das. Ah, das habe ich geschafft. Okay. Und schon einmal weiße Wäsche. Was haben wir denn noch? Jetzt gibt es keine weiße Wäsche mehr. Wollt ihr mich veräppeln? Mal eine kurze Mission raussuchen. Wie man nicht die ganze Zeit sich reinpfeifen muss hier. Von vorne bis hinten. Kampfmission! Ach Gott, oh Gott, oh Gott. Gut, dann machen wir erstmal die Plüschbaum-Porno. Der Beleuchter Joe hat schon wieder deine rosafarbenen Handschellen aus seiner Handtasche geklaut. Das lässt du nicht auf dir sitzen. So, hier machen wir mit. Obwohl, ja, die verkürze ich mal für 10. Komm. So stellt man sich solche Typen vor. Verpickelter Bob. Oh Gott. Tritt ihm die Eier kaputt. Falls du nicht im Bauch hängen bleibst. Alles klar. Gut, die haben wir geschafft. Jetzt gibt es hier wieder eine neue. Ich brauche die Bettwäsche. Nochmal 4 Minuten. Okay, die machen wir so. Durch, gehen wir mal auf den Sexshop. Da gibt es neue Ware. Ach, das ist der Krempel von gestern. Kein Gegenstand von Kuka. Korsett Teufelchen. Neue Ware. Moment. Erstmal nochmal gucken, ob Hugo die Attribute. Hier. 9 Diamanten. Na, das ist blöd. Weil ich will eventuell die eine Mission dann überspringen.
Gut, wir gucken einfach mal nach einer Farbe. Eine Videokassette? Was ist das? 1980er Porno-Videos. Plus Schaden, immerhin. So, geht die Raffinesse flöten. Das hat sich nicht gelohnt hier, meiner Meinung nach. Man will ja auch nicht wenig Ausdauer haben. Was nützt mir das Charisma dann? Das ist auch blöd. Gut, wir verkaufen erstmal den Krempel hier. Was habe ich hier bekommen? Da war ja vorher irgendwas. Gebrauchtes Samtkissen. Stimmt, das war vorher gesperrt. Das habe ich gestern noch bekommen. Als Erfolgsbelohnung. Oder als Erfolgsbelohnung. Ist schon richtig, was ich sage. Und das erhöht halt den Schaden etwas. So. Der wird auch weg. Jetzt kommt hier ein bisschen Geld in die Kasse. Das ist schön. Und unser Boxenlootermützchen. Kommt auch weg. So, wie vertreiben wir uns jetzt die Zeit? Wir können uns nochmal die Studionorm angucken. Ah ne, wo war das? Hier, Rangliste. Und dann auf die Studios gehen, genau, das war's. So, die haben wir auch schon. Ja, vor gestern. Just for fuck, ohne schlecht. Immer wieder. Gagging Deepthroat. Ach, die hatten wir alle schon. Aus der 1000 Falschen. So, die werden alle angegriffen, wie man sieht. Anhand des Kondommützchens. Lonely Movies, das hatten wir auch schon. Sugar Free, XXX Cinema hatten wir auch. House of Bizarre Dreams hatten wir auch. Crazy Productions, das hatten wir auch schon. Also, Triple X. Heiße Luder, Lollipop. Was gibt's denn noch? Die hatten wir auch schon alle. Analspaß. Wounded Stream, sieht Zauber. Rotlicht, Contis Plage. Wer ist denn Conti? Playboy Mansion. Würstchen, Würstchen, Schlaraffenland. 5-Sterne-Bude. Junkyard Industries. Nasses Höschen. Marinas Hot Club. Oh Gott. Das klingt wie so ein billig Puff irgendwo in so einer Vorstadt oder so. Oder auf dem Dorf irgendwo. Bonga Bonga Productions. Hoppe Hoppe Reiter. Inaktiv. Ist inaktiv oder? Ah, ja, tatsächlich. Das, die Gilde wollte ich gerade sagen. Das Studio gibt's wohl nicht mehr. Bang Bang Bangety Bang. Auch nicht schlecht. Bang Gang. Alpha Sexy. Ah, die waren gestern, waren die noch weiter oben, ne? Bang Gang? Kann mich irgendwie erinnern. Jetzt haben wir noch Kitty Cat Porn. Weiß ich nicht, klingt so ein bisschen nach Tierporno irgendwie, oder? Hidden Agenda, Hentai Sex Studio, die geilen Heringe, Schwarzhunter, sind hoffentlich Frauen. Candy 8 Film, Big Banger, Honorab Incorporated, Star Studio, das heiße Stübchen. Ist hier noch inaktive? High Times, Vios Herrenhaus, Vivian Schmidt XXL, Berlin Gangbang, oh, Berlin Gangbang, FFF. Big Bam, House of Tears, Blaue Lagune, Dildo. Naja. Wet the Sexy Empire. Kennt einer noch das Spiel? Ich hatte das mal hier. Ich weiß nicht, ob ich das noch habe. Das wäre auch so ein Erotikspiel. Das war ja auch so 2D-Comic-Grafik. So ähnlich wie die hier alle. Na gut, nicht ganz so hübsch jetzt gemacht, ne? Aber ich weiß gar nicht mehr, von wann war denn das Spiel? 2000 oder dann sogar noch End-90er oder irgendwie so. Ich glaube, ich habe das nicht mehr. Ich habe das hier schon länger nicht mehr gesehen bei mir. Aber das war auch so ein Erotikteil. Stimmt, daran kann ich mich noch erinnern. Verdammt, ey. Muss ich mir das irgendwie besorgen. Das war unterhaltsam. Wet the Sexy Empire. Ich glaube, das war so von 2000 oder so. Ah, jetzt hat er mich auf was gebracht, der Typ hier. Oder die Typen, oder wer auch immer. Milf. Slutty Glory Holds Girls, alles klar. Disturbed. Jump for fun. Die blaue Venus. Royal TS, feuchte Nymphen, Gang Bang Gang. Ach, Gang Bang Gang. So ergibt Sinn. Tropfsteinhöhle. Vios Herrenhaus. Rutschen die jetzt alle ständig runter hier, oder? Naja. Gut, wie sieht's mit unserer Mission aus? Fängt jetzt an, okay. Na, mach hin.
Oh! Stufe 11, super. Echt, ey. So, was mir jetzt ebenfalls aufgefallen ist, dass, wenn man sich tatsächlich nebenbei noch andere Sachen anguckt, ich dachte, also muss man jedenfalls darauf achten, dass man halt nicht verpasst, dann endlich seinen Kampf da oder seine Missionen zu machen. Und ich dachte erst, dass das automatisch dann abgeschlossen wird. Also man hat die Wartezeit und dann wird es abgeschlossen. Und nicht, dass erst die Wartezeit abläuft und wenn man dann 10 Minuten weg wäre, dass dann das auch nicht abgeschlossen wird. Also man muss dann halt schon darauf achten. Da hätten wir das jetzt etwas verkürzen können, aber ich glaube, das waren nur ein paar Sekunden. Achso, man wird übrigens automatisch ausgeloggt, ist mir aufgefallen. Ich glaube so nach 15 Minuten oder 10, irgendwie sowas war das. So, jetzt gucken wir mal, was wir noch für Missionen haben. Nämlich noch eine mit Bettwäsche hier. Hier gibt's noch mal Bettwäsche. So, jetzt legen wir los. Jetzt legen wir los. Starten. Ja, let's get it on. So, verkürzen wir. Bitte lass uns jetzt die Bettwäsche. Komm, 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 komm. Wow. Wir haben das Charisma. Und wir haben die Bettwäsche. Unser Film kann gedreht werden, endlich. So. Abgeschlossen, abgeschlossen. Beenden. Hol dir deine Belohnung. Na, ich wollte eigentlich... Gut. Weiße Bettwäsche, okay. Unser Film ist fertig. Was bedeutet das hier? Was? 14.252 neue Fans gewonnen. Ist das eine Belohnung? Was ist das hier eigentlich? Das Rating zeigt dir, wie gut der Film bei den Kritikern angekommen ist. Je höher das Rating, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, mehr Fans zu gewinnen. Okay, gut. War schon mal nicht schlecht. So, was haben wir jetzt hier? Ja, die Kassetten nehmen wir, oder? Die 80er-Pornos. Oh, hier ist Kraftbedarf. Moment. Das macht mehr Schaden. Hippie-Stirnband ist selten. Das Hippie-Stirnband ist selten. Nehmen wir das Hippie-Stirnband? Ich weiß nicht. Tja, leider könnt ihr mir nicht sagen, was ich machen soll. Okay. Lass uns das Stirnband nehmen. Die Kassetten könnte man ja zur Not noch kaufen irgendwann. Vielleicht kriegt man ja irgendwann noch hier ein paar Diamanten zugeschustert oder so. Oder in Kürze werde ich vielleicht nochmal, oder zum ersten Mal überhaupt, ein paar Diamanten holen hier. So ein kleines Paket. Gut, nehmen wir das Stirnband. Können wir die mehrere auswählen? Ne, leider nicht. Schade. Deine harte Arbeit zahlt sich aus. Du hast inzwischen genug Fans gesammelt, um auf die Party Burning Bernie zu gehen. Burning Bernie. Eingeladen zu werden. So, los geht's. Misch dich unter das Partyvolk. Okay, Moment. Ich will nur eben schnell das Stirnband anlegen. Ja, das sieht ja noch was aus. Oh, hier haben wir Erfolg auch noch fertig. Erst einen eigenen Porno produziert. 133 Scheine. Burning Bernie. Was gibt's denn hier Feines? Das war ein Ring. Der was macht? Ach, ist doch scheiße. Egal. So, Burning Bernie. Hallo. Was ist das denn? Kein Partyticket. Okay. Gehen wir mal dahin. Brauchst du ein Ticket? Bla 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 bla. Okay. Dann scheint sich das hier jetzt erstmal erledigt zu haben. Missionen und Partys. Ja, mein Gott. Dann gehen wir hier hin. So. Gut. Jetzt haben wir unseren Filmchen dann gedreht. Mal kurz gucken, wie der nächste wäre. Ich meine, ich habe das Geld. Wir drehen uns noch einen, oder? Einen drehen wir noch. Benötigt ein Studio. Scheiße, die anderen Dinger benötigen Studios. Egal, vollermaßen. Wir machen uns nochmal so einen günstigen hier. Also ich mach das gleich weiter. Wir können ja ab hier erstmal dann abschließen. Mache ich jetzt nochmal ein günstiges Filmchen, mach dann die paar Missionen fertig. Ich meine, ihr habt ja das Grundprinzip hier verstanden. Das muss ich ja jetzt nicht jedes Mal hier erklären. Mach dann die Produktion fertig. Soweit es geht, und dann sehen wir uns nächste Folge und hoffe, dass ich dann ein bisschen weitergekommen bin. Wenn ich nicht alles vergessen habe, was ich gemacht habe, dann werde ich auch noch erklären, wie das dann vonstatten ging. Also Leute, bis dahin.